Today's time clock, what time is it? Ich habe mir jetzt gerade hier eine Brücke überschwebt, und zwar die Aspeler Brücke. Diese Brücke war einmal die Grenze zwischen zwei Städten, zwischen Elberfeld und Bern. Denn die Stadt Wuppertal, die gibt es ja noch gar nicht so lange. Erst seit 1929 gibt es eine Stadt mit dem Namen Wuppertal. Bis dahin gab es 6 unabhängige Städte, die hießen Elberfeld und Barmen, das waren die beiden größten. Vogende im Westen, Weyenburg im Osten und die Bergdörfer Kotenberg und Bronsdorf. Und diese 6 Städte, die mussten sich damals aufgrund einer Gebietsreform zu einer Großstadt zusammenschließen. Das geschah gegen deren Willen, denn insbesondere Elberfelder und Barmer, die waren sich gar nicht gut gesonnen, die mochten sich gar nicht leiden. Es lag wohl daran, dass Elberfeld ursprünglich mal aus einer Burg entstanden ist, die gehörte dem Erzbistum Köln. Und somit fühlte man sich rheinisch. Barmen war aus verschiedenen Hofstädten zusammengewachsen, war also sehr ländlich geprägt und fühlte sich westfälisch. Und das führte auch dazu, dass die Elberfelder ganz gerne auf die Barmen